Jahren einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick in das polnische Ghetto zu werfen. Diesmal aber ist unser Blick durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geschärft. Wir sehen nicht mehr wie 1914 bloß das Groteske und Komische an diesen fragwürdigen Gestalten des Ghettos. Wir erkennen, dass hier ein Pestherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Juden aber sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter. Ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte, und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Sie tragen die Jahrtausende alten Züge des ewigen Schmarotzertums im Gesicht. Die Züge des ewigen Juden, der sich durch den Lauf der Zeiten und weltweiten Wanderungen stets gleich geblieben ist. Freilich wandeln sie ihr Äußeres, wenn sie von der polnischen Niststätte in die reiche Welt hinausgelangen. Fayez und Bart, Kappe und Kapp kennzeichnen den Ostjuden für jedermann. Legt er sie ab, so erkennen nur schärfer blickende Menschen seine rassische Herkunft. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass er immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn er sich unter Nichtjuden bewegt. Die ganze Gruppe von polnischen Juden, eben noch Kaftanträger und nun in westeuropäischer Kleidung, bereit, sich in die westliche Zivilisation einzuschleichen. Hier entwickelt sich im Laufe von Jahrhunderten aus dem orientalisch-vorderasiatischen Rassengemisch mit negroidem Einschlag endgültige Mischrasse der Juden. Uns Europäern fremd, aus gänzlich andersartigen Rasseelementen geboren und verschieden von uns an Leib und vor allem an Seele. Richard Wagner hat einmal gesagt, der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Und diese Bilder bestätigen die Richtigkeit seines Ausspruchs. Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstschöpferischer Zivilisationsfähigkeit. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen sind unsauber und verwahrlost. Man muss bedenken, dass diese Juden nicht etwa arm sind. Durch jahrzehntelangen Handel haben sie genug Geld angehäuft, um sich und ihrer Familie ein sauberes und behagliches Heim schaffen zu können. Aber sie wohnen Generationen hindurch in denselben schmutzigen und verwanzten Wohnlöchern. Dort halten sie auch unbekümmert um die weihelose Umgebung ihre zeremoniell hergesagten Gebete ab. Die Pendelbewegungen des Oberkörpers gehören zum vorschriftsmäßigen Lesen jüdischer Schriften.